Gut besucht war auch heuer wieder das Leopoldi-Konzert in Himberg. Das Programm spiegelte die Vielfältigkeit des Orchesters wider. Was ist das Besondere an diesem Konzert? Dass die Musik über alle Grenzen hinweg ist und dass es bei uns beim Konzert von allen politischen Gruppierungen Zuhörer gibt und dass es keinen Unterschied gibt vom Publikum, von der Altersgröße her. Vom Mystischen über Klassisches bis hin zur Filmmusik. Der Musikverein Himberg bewies einmal mehr, eine gute Mischung gehört zu einem Abend voller Spannung und Unterhaltung. Das machen wir schon das fünfte Jahr, dass wir von jeder Musikrichtung Unterhaltung bieten. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid und dass alle immer wieder zu unseren Festen kommen. Also von Klassik bis Musical, es ist auch ein Jazzstück dabei, es ist ein typisches Blasmusik dabei und auch beim Abschluss ist wieder was Traditionelles zu hören. Was ich also noch bemerken möchte, ist, dass also viel Arbeit mit der Jugend gemacht wird und dass also auch um den Nachwuchs sehr gut bestellt ist, was also ganz wichtig ist bei so einer Blasmusik. Haben Sie heute ein Highlight? Ja, West Side Story. Das ist für mich das schönste Stück vom Musical her und das, was mir persönlich am besten gefällt, weil ich sehr viel zu tun habe persönlich, ist der Kaiser Walter. Ich glaube, Musik ist etwas zum Ablenken, Musik ist etwas zum Abschalten und man kommt auf neue Gedanken und ja, da kann man natürlich schon auch abschalten und auch geistig hier spielen. Wo wir unsere Proben haben, sind für mich ein Fixpunkt in der Woche und ich fühle mich in der Gruppe sehr wohl, weil wir da auch jeden Donnerstag beim Proben, auch wenn wir arbeiten, etwas Gemeinsames schaffen. Und das ist ein wunderbarer Ausgleich für meine Arbeit.